Darf andere darstellen. Aber darf ich da eine konkrete Frage stellen? Ist Ihrer Meinung nach ein getesteter, ungeimpfter, akut getesteter, frisch getesteter, eine größere Gefahr als ein nicht getesteter, geimpfter? Ja. Und zwar unter den gegenwärtigen Bedingungen sind die Tests überhaupt nicht zugelassen für asymptomatische Erkrankungen. Also warum machen wir sie dann? Die ganze, epidemische Notlage ist auf der Zahl der Inzidenzen begründet. Wenn die Tests nicht taugen, wie Sie sagen. Tests müssen unterscheiden. Die Antigentests, also ein PCR-Test, der von einem Professionellen gemacht wird, der hat natürlich seine Wirksamkeit. Das, was aber die kleineren, was man aus der Hosentasche zieht, die man selbst macht, da kann man auch manchmal eine Münze werfen.